Alter, Spark of Phoenix hat mich geprankt. Alter, what the f***, wie geil. Ey, wie geil ist das denn? What the f***, was? Wie geil. Spark fühlt, was ich will. Ich hatte gestern einen unglaublich fetten Beef mit Gamers Time. Ich glaube, ihr habt das alle mitbekommen. Mann, ich brenne schon wieder, Alter, hier. Und der hat sich auch bis jetzt nicht geklärt. So, ich würde gerne mit Kevin darüber reden wollen, tatsächlich. Ich muss hier sich nochmal sagen, Kevin hat mir jetzt gestern geschrieben, dass er jetzt nochmal umzieht. Ich ziehe das hier mit der Palisade jetzt trotzdem wahrscheinlich durch und möchte jetzt erstmal ganz kurz erzählen, was hier los ist. Let's go. Revi, ich pranke dich gerade. Werden die Zuschauer spoilern, aber ich würde es gleich zeigen, wenn ich fertig bin. Okay, ich habe nichts gesehen, Spark. Dann gehen wir einfach hier runter und wir haben gar nicht mitbekommen, dass Spark mich prankt. Okay, Leute, ist nichts passiert. Also, ich bin ehrlich, Leute, ich war gestern wirklich ziemlich fett angefressen. Also, ich war ziemlich sauer. Liegt aber auch daran, dass ich halt selber mich da irgendwie auch nicht perfekt verhalten habe, glaube ich. Und mir da auch selber den Fehler eingestehen muss, dass ich da gestern Abend auf jeden Fall ein wenig gebaut habe. So, ich bin damit auch nicht ganz zufrieden gewesen, was ich gemacht habe. Das tut mir auch sehr leid und möchte mich hier an der Stelle erstmal gerne bei G-Time entschuldigen. So, das ist das Erste. Auch wenn jetzt gestern viele gesagt haben, hey, Revi, du brauchst dich nicht entschuldigen, du hast recht, bla bla bla. Es war einfach eine dumme Situation so. Ich hatte gestern wirklich gar keinen Bock mehr. Und das meine ich ernst. Ich bin wirklich gestern gequittet, weil ich tatsächlich keinen Bock mehr hatte. Also, ich habe wirklich keinen Bock mehr gehabt. Ich hatte gestern eine unglaublich geile Zeit mit Norman und Basti und so. Jedenfalls gab es da gestern das Missverständnis mit Kevin, meine Freunde. Und ja, keine Ahnung, Kevin dachte halt, ich hätte bei ihm irgendwie sein Haus voller Stein gebaut. Ich habe auch, ich möchte das hier nochmal ganz kurz clarifyen, als ich da gestern angefangen habe, diese Mauer zu bauen. Die Mauer ist für mich auch eine überstürzte Geschichte gewesen. Jedenfalls gestern halt gemerkt, okay, hat keinen Sinn. Wir sind da auf zwei verhärteten Punkten irgendwie. Ich möchte nochmal ganz kurz sagen, ich kann das jetzt schlecht zeigen, weil Spark da hinten irgendwas macht. Ich habe tatsächlich neben diesem schwarzen Stein genug Platz gelassen, habe mein Grundstück extra ein bisschen mehr abgesteckt, damit ich da diese Mauer machen kann und habe sogar tatsächlich dann angefangen, die noch so ein bisschen abzuflachen. So, G-Time ist dann irgendwie angekommen und tatsächlich hat sich dann da übertrieben drüber aufgeregt und alles. Für mich nicht ganz nachvollziehbar. Tatsächlich, ach Junge, das ist doch jetzt, also G-Time hat das Ganze dann ein wenig missverstanden und dachte halt tatsächlich, dass ich da jetzt irgendwie das mache, um ihn abzufucken. Ich habe diese Mauer tatsächlich wirklich nur gebaut. Es war eine Überreaktion, ja. Ich habe diese Mauer wirklich nur gebaut, weil ich gesagt habe, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie mal eine feste Grenze haben. Das hat Sparkle gestern auch gesagt. Und dieses Hin und Her nervt halt einfach nur. Hallo? Du bist rausgeflogen oder ist jemand reingekommen? Ich bin ist Revi reingekommen. Ich bin rausgeflogen gestern. Kev, was hast du gemacht? Kev, nein, Spark. Ja, okay, Maxim hat zu deinem Hauseingang kommen. Also wirklich zu deinem Haus, wo da die Kiste steht für meinen Minecraft-besten Freund von Gamers Time. Alter, das waren noch Zeiten, wo ich mit Gamers Time Minecraft-bester Freund war, ne? Dann würde ich dir mal empfehlen oder vorschlagen, so ein bisschen durch deinen Zauberwald zu gehen und vielleicht entdeckst du da etwas. Oh nein, bitte nicht. Das ist dann der Spark-Prank. Alter, oh. Spark of Phoenix hat mich geprankt. Veto, kannst du die Kamera kurz holen? Mhm, warte. Mach an. Ja, warte, vielleicht ist hier hinten. Warte, ich schau. Ja, hab. Okay, let's go. Halt drauf. Du hast noch nicht gesehen, hoffe ich, weil das war. Ich hab noch nichts gesehen, nee. Okay, dann lauf mal so ein bisschen den Weg hier entlang und schau dich so ein bisschen um, ob dir was auffällt. Außerhalb der Strube, denke ich. Imagine, er hat jetzt einfach den Wald da hinten abgefackelt. Das wäre so sein Prank. Hä? What the was? Oh mein Gott, wer ist er denn? Hä? Alter, what the f***? Wie geil! Was ist das? Ich hab mir gedacht, ich... Ich hab einen Sohn! Ja, ich hab gedacht, ich helfe mal ein kleines bisschen. Let's go, danke Norman. Halt noch ein bisschen. Mach normal eins, Norman. Warte, ich muss nochmal neu. Okay, 3, 2, 1. Danke dir, geil. Alter! Ja. Junge, wie geil ist das denn? Richtig, man kann extrem viel machen. Wir haben ein kleines Update bekommen mit Armor Stance und Mobköpfen. Spielerköpfe sollen auch noch kommen. Das heißt, wenn man jemanden killt, wird der eigene Spielerkopf gedroppt. Was ist denn und mit ihm, Digga? Geh mal weg von meinem Grundstück, du Catgirl. Hau mal ab, Alter. Geh auf deinen Furry-Con zurück, Digga. Hä? Was denn, Revi? Wir sehen hier alle so aus. Ist das hier auch ein Armor Stand? Nein, das ist ein Creeper. Oh. Hallo, ich bin Corncrafter. Automatische Reaktion. Tut mir leid, das passiert immer, wenn ich Corncrafter sehe. Wir sind alle die Cat-Gang. Was ist, wenn wir eine Furry-Con hier in Minecraft machen? Wir können hier alles machen. Wir haben so viele Möglichkeiten, so viele Sachen fürs Sehen. Und keine Ahnung, ich dachte, das verschönert irgendwie deine Brücke das hier. Das ist voll geil. Ich will noch mehr Kinder haben in meinem Wald. Sexual. Was? Hier ist auch noch so eine einzelne Angel, die liegt so leicht schräg angelehnt. Ey, wie geil ist das denn? Richtig, das ist hier einfach ein Itemframe. Ich kann dir mal zeigen, wie du das machst, beziehungsweise... Kann ich bitte... Warte mal, Spark, komm mal mit. Pass auf, ich habe eine Idee, okay? Ja. Es klingt vielleicht ein bisschen weird, aber ich habe ja vorne so... Du kannst alles machen. Du kannst dir einen reinen Keller dahin bauen, so wie du ihn gerne hättest. Für lauter Armor-Stands alle möglichen Sachen machen.
wie geil Spark fühlt, was ich will. Ich weiß schon ganz genau, was du willst. Nee, also, Spark, ich jetzt nur kam wenn wegen dem Keller. Oh, nein. Haben, kannst du dir einen reinen Folterkeller machen, wo irgend so ein Trimax da drin hängt und du ganz viele Sachen mit dem machst. Okay, warte, Spark, pass auf. Angenommen, ich hätte jetzt eine Idee, sag ich mal, ja? Darf ich dir die ganz kurz pitchen? Das wird nämlich hier oben richtig gut reinpassen. Hat jemand kurz Redstone? Fabo, kann ich den Schweinekopf haben? Du kannst auch den haben. Oh, geil, gib mir den. Oh, nein. Ja, ja, die Schildkröte. Gib mir die Schildkröte. Oh, geil. Pass auf, das hier ist mein Sohn, weil guck mal, das passt ja auch sogar. Der sieht ja aus wie ich. So, okay, dann basteln wir ein bisschen rum. Also immer Apply Gravity auf 0 stellen bei dem Ding. Ich kann nochmal die Arme jetzt anzeigen lassen, wie du siehst. Ne? Jetzt hat er die Arme. Ich weiß nicht. Wir können die Baseplate nichts. Wegmachen. Hä? Dann siehst du, dass unten die Füße weg sind. Und dann können wir den auch mal klein machen, beispielsweise. Wie geil. Ja. kann der so in die Knie gehen, sag ich mal? Das ist ja mein Sohn. Ich habe ja das Sorgerecht für den. Ja, cool. Spark, das mit dem Prank hätte ich nicht gerechnet. Es war aber ein ziemlicher... Es ist echt ein bisschen eskaliert. Vor allem war das ein sehr positiver Prank. Ja, ich glaube, den letzten Teil, den werde ich allerdings nicht weiter verfolgen und als Content anhängen. Ich hoffe mal, das ist okay. Nachvollziehbar. Gut, ich baue dann weiter meine Mauer. Deine Marmelade. Meine Palisade. Ja, ich habe auch gestern mit G-Time gesprochen, Spark. Und heute... Der hat noch was geschrieben. Was sagst du? Ich glaube, der hätte noch was geschrieben oder so, hat er gesagt. Ja, genau. Ja, wir telefonieren jetzt morgen nochmal ganz kurz. Werden uns da auf den neuesten Stand bringen. Aber grundlegend, also die Mauer an sich ist ja nicht schlecht, nach wie vor. Nö. Also schön, wenn ihr klare Grenzen habt. Wäre auch mal wichtig, dass ein Veto klare Grenzen irgendwann aufgezeigt bekommt. Aber das passiert sicherlich irgendwann auch. Aber sicher nicht in Craft-Tag. Let's go. Alter, das ist die Motivation, die wir an dir lieben. Bauen wir jetzt eine Mauer weiter? Ja, du hast hier vorne einfach schon weitergebaut, Bro. Habe ich nicht ganz verstanden, warum die aus Stein ist? Achso, ja, die muss ja noch stabiler sein gegen die Nachbarschaft, weißt du? Nee, tatsächlich war das falsch, was du gesagt hast. Aber wenn du Bock hast, kannst du mir gerne helfen, sag ich mal. Also wenn du jetzt gerade nicht irgendwie was Wichtiges zu tun hast. Ich weiß nicht, ob das jetzt angebracht ist. Wer ist gerade ohnmächtig geworden? Deine Freundin? Alles gut. Ja, die ist umgefallen, die ist zu alt. Geil, Alter, Fabo, ey. Ich hab dich schon immer so eingeschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das müsste man mal mit den anderen Kollegen absprechen. Du weißt ja, wir sind ein Konglomerat. Das heißt, so einfach alleine kann ich da pauschal keine Entscheidung treffen. Bitte sag das Wort nicht vor Fabo, der kriegt davon Kopfschmerzen. Konglomerat. Sag das nicht, Fabo weiß nicht, was eine Palisade ist. Der hat gesagt, ich baue eine Marmelade, der ist dumm. Palisade. Ja, Fabo ist ja nicht böse gemeint, wenn ich sage, dass du noch dümmer bist als Danny, ne? Fabo joint einfach den Konglomerat der Palisade. Ja doch, das ist schon böse gemeint. Weißt du, wie blöd Danny eigentlich ist? Ja, Danny ist ziemlich blöd. Danny ist, glaube ich, wirklich einer der dümmsten Menschen der Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich erinnere, dieser Clip, wo Danny sagt, ich weiß nicht, ob es ein Tonstudio oder ein Mörtel-Atelier ist. Digga, also da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen, ne? Was ist da drin? Veto, willst du mich verarschen? Was? Wir können was ist das? Den Diamanten natürlich das einen schicken Preis aushandeln, ne? Nein, das ist das gleiche. Guck mal hier. Hier ist so... Das ist Kunst. Ich habe Architektur studiert. Hast du Architektur studiert? Aber was studiert haben? Nochmal. Architektur. Ich habe noch eine Rede. Ja? Norman, dir fehlt doch in deinem Gebäude dort ein Emerald. Nenn ihn bitte Veto. Da fehlt ein Emerald-Ohr. Sag das bitte nicht, dein Stream hast das. Warte, du willst, ein Emerald-Ohr ist für dich jetzt praktisch 700 Euro wert. Ja, absolut. Achso, ja, dann easy. Wir haben dir. Finde ich fair. Mann! Alter, ich werde hier von gefrontet! Lass es jetzt! Die tun mich gleich! Was geht denn jetzt? Redi geht ab. Lass es, Mann! Ich hab das Loch gerade zugemacht! Baba, ey, hört auf, wenn das einer Klippen auf TikTok hochladet, werde ich euch anzeigen. Ich lade selber auf TikTok hoch. Ich lade erst einmal meine Minecraft-Feld auf TikTok hoch. Was ist das denn? Wieso habe ich jetzt. Oh nein, PC-Neustart?